Guti, meine Lieben, herzlich willkommen, Musik aus, andere Musik an. So, herzlich willkommen hier in Workers and Resources. Herzlich willkommen hier in Bauzupol. Wir sind gerade mittendrin, statt nur dabei, in einem technisch unvergleichlichen Ausbau. Denn wir führen jetzt unser Wasser-Update immer weiter ein. Und das findet Spelti natürlich außergewöhnlich gut. Punkt. Zurück aus den Ferien und dann gleich im 14. Monat und zurück im Ostblock der Liebe. Spelti, Dankeschön für 14 Monate. Vielen lieben Dank für deinen Resub. Dankeschön für so lang auch schon wieder dabei. Danke vielmals. Und, was ist denn hier eigentlich schon wieder los? Oh, das geht so nicht. Spelti, danke nochmal. So. Das Heim ist voll, oder was? Ha. Oh ja, gut. Ich finde das. Ja, vielleicht wird das jetzt besser, wenn da neue Arbeitskräfte reinkommen, die richtig, richtig loyal sind. So richtig loyal. Vielleicht wird das dann besser. Gut, aber wir haben auf jeden Fall hier drin nicht genug Tutoren. Beziehungsweise ich glaube, dass hier eher das Problem darin besteht, dass wir einfach nicht genug Platz im Waisen- oder mehr Waisenhäuser brauchen. Ja, Bauzupol und Spaltisk. Ja, unsere beiden Bürgermeisters, das Bürgermeister-Tandem quasi ist schon da. Ihr kriegt Wasser demnächst. Wir haben euch eine kleine Kleinigkeit hier spendiert. Nämlich eine Wasserbehandlungsanlage. Ist das eine Kläranlage? Ich weiß es nicht, ob man das so bezeichnen kann. Schaut irgendwie nicht so aus, aber könnte schon sein. Ja. Und hier kommt noch eine Pumpe hin und dann kommt hier nochmal eine Pumpe hin und dann wird alles durchgepumpt auf ganz viel Niveau. Wir haben Bauzupol und Spaltisk auch schon komplett ans Wassernetz angeschlossen. Das war eine der größeren Umbaumaßnahmen im 12-Stunden-Stream. Und jetzt sind wir da richtig drin, meine Lieben. Jetzt sind wir so richtig drin im Aufbau von der ganzen Wassergeschichte. Ich habe die Wassernotwendigkeit ausgeschaltet, weil uns sonst die Leute einfach ex gehen. Und das will ich vermeiden, weil es nicht sein muss. Weil ich will ja den Spielstand noch weiter erhalten und nicht draufgehen lassen, nur weil wir jetzt Wasser eingeführt haben. Haben wir einen Pool? Ihr habt einen Fluss sogar. Da geht allerdings das ganze Pupu rein. Ja, dass wir hier noch nicht ganz oder haben wir das auch schon? Haben wir Pupu auch schon? Ja, wir haben Pupu auch schon. Das ist diese ganze Geschichte. Völlig wild hier. Ja, also Pupu kommt auch rein, ja. Und dann geht das seine Wege. Können wir mal eine Knospülung drücken? Der Reaktor läuft warm. Ah, da habe ich auch ein bisschen Angst gehabt, dass uns sehr um die Ohren fliegt, ne? Ohne Wasser. Aber gut, alles geht ja irgendwie, ne? Ja, wie gesagt, auch da hinten, auch hier wird Wildwasser umgebaut, eingebaut. Hier laufen größere Baggerarbeiten durch Stock und Stein. Es ist wild. Wir müssen auch gucken, ob dann die Pumpen ausreichen. Also es wird nochmal mehr mit An- und Abschalten von dem Ganzen. Hier oben ist die Wasserversorgung für ganz Parzenberg, ja. Es läuft hier alles, von hier oben wird das hier runter gepumpt, sturzbachartig fließt das rein. Und ich hoffe, das klappt. Man weiß es nicht. Und so schaut es in allen Städten aus. Also wir haben Bauaufträge, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis das alles fertig ist. Aber das macht gerade gar nichts, wir haben ja noch ein, zwei andere Sachen. Nämlich Bauzupol hat eine neue Industrie bekommen, die wir noch nicht angeguckt haben. Die haben wir nur geplant. Und da laufen gerade Ausbauarbeiten. Und zwar hier draußen findet die offizielle Produktion statt für Elektronik. Elektronik war ja auch so eine wertvolle Ressource, die unsere Leute nicht bekommen haben, die wir aber gerne an die Menschen abdrücken wollen würden. Da gibt es nämlich aktuell keine Elektronik. Und ich hätte aber so gerne Elektronik. Und das müssen wir noch einfügen. Einführen. Da brauchen wir allerdings auch noch so eine Kleinigkeit, fällt mir gerade so auf. Ja. Huch, ist ein bisschen größer als gedacht. Wie machen wir das jetzt? Hier so vielleicht.
Mal kurz, bevor es hier zuschneit. So. Gut. Dann kann das auch noch gebaut werden. Das wird ewig dauern, aber es geht. Es läuft so langsam, läuft das. Bin auch mal wieder da nach dem Urlaub. Anares, willkommen zurück. Hi. Ich hoffe, dein Urlaub war schön. Gib den Leuten iPhones und PCs und sie sind ja recht still und recht loyal. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, Nidram. Ich bin mir da nicht so sicher. So, wir begrenzen hier Mengen. Also, wir brauchen hier elektronische Komponente. Dann brauchen wir hier Kunststoffe und mechanische Teile. Okay, alles klar, dann können wir den Rest begrenzen. So, warte mal, Kunststoffe. Machen wir das mal anders. Mechanische Komponenten. Dass man das nicht... Ah! 20, 40, 60. Geil. Wusste ich auch nicht, dass das geht. Dass man da einfach draufklicken kann. Das ist ja praktisch. Hallo, Matthias. Wunderschön. Schön Ostsee. Natürlich bei den Genossen. Mensch. Also du kannst ja einfach draufdrücken und dann kannst du es eingeben. Das ist ja Wahnsinn. I'm very amused darüber. Also ich finde das großartig. Schöne Sache. So, aber die Dinger schalten wir nochmal aus. Ich will nicht, dass da so viele Leute reinlatschen. Wir haben so viel Unterstützung haben wir gerade nicht. Ja. Die sollen hier lieber woanders arbeiten gehen. Dankeschön, Mozilla, für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Hi. Und Rainer wünscht allen einen schönen Abend. Dir natürlich ebenfalls, Rainer. Dir ebenfalls. So, hier haben wir Autos. Reservierung? Jünger bevorzugt? Nee. Nee, warte mal. Beliebig? Regierungsbevorzuge höher? Nee, wir machen das ganz klipp und klar. Ja? Hier dürfen nur parken, wer mindestens oder am Max, also wer eingestuft ist, ja, als absolutes Ass, ja, Rentenansteuer. wir bereiten hier für die Kfz-Montage sehr viel vor. Hallo, Nick, grüß dich. Einen wunderschönen. Hi. Ja. Wir bereiten das vor. Also hier dürfen nur Leute mit Universitätsausbildung rein. Nö, das ist mir egal. Grund oder höher? Universität bevorzugt? Nö. Ist mir egal. Alter ist mir auch egal. Regierungsloyalität über 75%. Hier parken, auf diesem wunderhübschen Parkplatz, den wir hier haben, ja. Der ist auch beheizt, deswegen ist der im Winter nicht zugeschneit, ja. Da dürfen nur Leute parken. Egal, wo sie herkommen, egal welches Alter sie haben, aber sie müssen absolut loyal zum System sein. Ansonsten dürfen die hier gar nicht parken, ja. Da können sie mit ihrem Auto in ihrem Graben stehen bleiben. Ist mir egal. Aber hier auf dem Parkplatz. Da dürfen nur die Regierungstreuen parken. Ich möchte das an dieser Stelle ganz klar sagen. Das ist so. Ja? The Doom, wunderschönen guten Abend. Hi. Kurze Meinungen aus dem Zentralkomitee, bitte. Lieber Zentralkomitee-Chat. Was sagt ihr dazu? Ist dieser Parkplatz richtig konfiguriert? Der Funktionärsparkplatz? Enrico, absolut. Absolut. Es geht hier um eine kritische Infrastruktur. Um die Elektronik der Zukunft quasi. Parken sollte für alle Bürger sein. Kann mal kurz einer von euch Dike auf die Liste schreiben? Für die Büroangestellten aus dem Bürokomplex in Parzenberg.
Mist, dann kriege ich ja nie einen Parkplatz. Ja, so sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. Die einfachen Arbeiter. Aber später die einfachen Arbeiter haben damit gar nichts zu tun. Jetzt dürfte hier jeder parken. Er muss nur loyal sein. Das 9-Rubel-Ticket. Bei uns ist öffentlicher Nahverkehr generell kostenlos. Büro und Meer ist dran. Ach, Dijk. Mensch. Was willst du sagen? Wir haben dich gewarnt. Dijk. Es bleibt an uns nichts anderes übrig, als das nochmal ganz genau zu überprüfen. Bitte? Was? Wer den Bus nimmt, bekommt 9 Rubel. Ja, so weit haben wir es auch nicht. Gibt es eigentlich mittlerweile einen Mod, wo man die Reichweiten hier aufheben kann oder auf unendlich setzen kann? Gibt es sowas? Existiert sowas? So, ich glaube, das müsste reichen, um den Bau auszuarbeiten. Melli, hallöchen. Linus Melli, ein wunderschön. Hi. So. Jetzt gucken wir mal, ob das hier klappt. Wie gesagt, für einige, die sich fragen, wir spielen jetzt mittlerweile mit normaler Geschwindigkeit. Am liebsten würde ich hier einfach, vielleicht mache ich das irgendwann, dass ich bei der Jahreszahl das Jahr hinten weg ausblende. Keine Ahnung, ob ich das irgendwie hinkriege. Aber das wäre mir am liebsten, wenn wir das einfach ausblenden, als ob das nicht existieren würde, weil es für uns auch völlig egal ist. Ja, das ist für uns auch völlig trivial, ob jetzt 2001 ist, 2 ist, 85. Spielt für uns in Zwergistan überhaupt keine Rolle. Lass wäre ein wunderschön. Ich sage das aber gerne nochmal immer wieder, ja, weil viele denken, wir machen aus diesem Projekt einen Speedrun und müssen schon alles haben. Und das ist, finde ich, gar nicht. Ich finde, das ist schön, wenn das gemütlich läuft, wenn wir uns da in aller Ruhe aufbauen. Vielleicht mache ich da wirklich irgendwann noch so ein Patch drüber, damit man das nicht sieht. Einfach nur damit, für meinen Seelenheil. Was bei ihm hier? Keine Tankstelle in Reichweite? Bitte? Ja, sonst fahren die doch auch immer bis da hoch. Wieso machen die das nicht mehr? Wie weit kann denn der? Na, echt jetzt oder was? Lass mich raten, hier unten stehen auch irgendwo Leute, die nicht tanken können. Nee, hier geht's. Okay. Wir haben abgestimmt und dass die kapitalistischen Jahreszahlen egal sind. Absolut korrekt, meine Lieben. Absolut korrekt so. Kurze Frage an die Runde. Pass auf, wenn wir der Tank, ja, der kann ja auch bis hier runterfahren. Dann könnten wir doch hier unten so eine kleine Tankstelle noch einrichten für die Bauzopoler. Tankstellen, also die Zugtankstelle quasi hier einbauen. Das war da mal. Betankung. Dieseltankstation. Ja. Müssen wir aber ungefähr hier hinterbauen. Und dann müssten wir hier nochmal weggehen. Ungefähr hier. Möchte ich mal ganz kurz raus. Hier findet eine Betankungsstrecke statt. Gut, dann machen wir hier noch eine Betankung mit rein. Da muss dann allerdings noch ein bisschen, müssen wir noch ein bisschen mehr machen als das. Das reicht dann hier noch nicht. Dann brauchen wir nämlich einen Öltank dafür.
Stopp. So. Tanke kriegt Sprit. Tanke wird sich größter Spritbeliebtheit erfreuen. Die wird beliefert werden. Müssen uns die ganzen Meldungen bei Gelegenheit nochmal anschauen. Freust dich schon auf die kommenden Straßenbahnen? Ich freue mich auf alles. Ich bin voller Freude. Und Glücksgefühlen meistens. So, also pass auf. Der gibt hier ab. Der will, also der gibt einmal... Nee. Nochmal. Der gibt hier ab. Warum kann der da nicht rein? Gebäude im Weg oder was? Warum kann ich da nicht einbinden? Entschuldigung. Warum geht das nicht? Nochmal anders schauen? Vielleicht hier so? Nee. Neues Verkehrssystem ist drin. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Warum das nicht geht, weiß ich nicht. Vielleicht brauchen wir wirklich jetzt eine Pumpe dafür. Pumpe wäre definitiv nicht schlecht, oder? Geht aber immer noch hier nicht rein. Wir werden sehen. Wir werden das auch bauen. So. Immer noch ein Problem. Ich glaube, wir haben hier ein generelles Problem. Da ist auch noch ein Problem mit den Loyalitäten. So geht's nicht, Freunde. Wir wollen hier natürlich nur die loyalsten aller Zwerge sollen hier unsere Armen und Bedürftigen sich drum kümmern. Allerdings, wer sich auch drum kümmern darf, ist natürlich jetzt eine ganz kleine Kleinigkeit. Und zwar, wir müssen natürlich auch drum uns ein bisschen mehr darum kümmern, um die Kinder, die im Waisenhaus leben müssen. Ich finde, das sollte so ein generelles Ding sein. Weil hier ist echt... Obwohl, das geht jetzt so. Ja, okay, dann passt schon. Schauen wir mal. Hier geht ja auch ein bisschen was raus. Ich hoffe, das klappt jetzt mit den Bauzügen hier. Was ist das denn eigentlich? Ach, herrlich, ha? Schöne Sache. Hier wird ordentlich fleißig, werden hier Gleise für die Genossinnen und Genossen gelegt. Das ist großartig. RBR ist in Arbeit. Wir bauen mittlerweile aus. Am Kernkraftwerk beginnt der elektrische Ausbau der Zugtrassen, damit wir endlich auf neue, moderne E-Züge umschalten können. Ich finde, das sollte gut sein. Die einzigen Züge, die nicht elektrifiziert sein werden, sind die ins Ausland rüberfahren. Da wollen wir natürlich unsere moderne Technik erstmal nicht zur Schau stellen, damit sich das Ausland nicht schämen muss, ja. Wenn wir mit überragender Neutechnologie dort einfahren, das möchte ich vermeiden. Ja. Ich hab den Eindruck, als ob Bauzupol ein leichtes Defizit hat, was die Räumung betrifft. Auch da werden wir uns nochmal ein bisschen drum kümmern und bemühen müssen. Werden die Fahrzeuge auch im eigenen Lande gebaut? Das ist in Arbeit. Sobald diese Zugstrecke läuft, produzieren wir elektrische Elektronik, die wir auch im eigenen Land brauchen. Und damit geht es dann weiter in die neue futuristische Technologie. Ja.
und zwar den Bau einer Fahrzeuglinie. Dafür brauchen wir halt diese enormen Mengen Elektronik. Den Rest produzieren wir bereits. Das ist jetzt quasi die letzte Stufe vor der Fahrzeugfertigung. Damit wir endlich für unsere Genossinnen und Genossen im eigenen Land Autohändler aufbauen können. Zur Zuteilung des neuen privaten Kfz. Julian, wunderschönen guten Abend. Genauso wie Hi. Genauso wie BR. Genauso wie Nein. Einen wunderschönen guten Abend euch beiden. Hi. So, jetzt aber. Gehirn wollte gerade nicht. Ja, er hat gemerkt, da war kurz Error. Hab ich da keine Oberleitung draufgezimmert? Doch. Hier nicht. Ah, da war es wieder. Kann ich das im Bau nachrüsten? Jetzt die große Preisfrage. Ah, ich lasse das fertig bauen. Wir ziehen dann einfach danach das drüber. Das geht schnell mit dem Elektrifizieren. Wir haben ja genug Teile dafür. Kann es sein, dass die Dieseltanke... Nee, die Dieseltanke ist eine Standardtanke. Das ist die ganz normale Dieselzugstation. Die hat nichts Besonderes dran. Das ist 0815. Was ist hier los? Warum? Was ist mit ihm? Oh Mann. Fahr jetzt nach Hause. Fahr nach Hause! Ich sag's dir, fahr jetzt nach Hause. Kann der überhaupt dahin, wo er hin soll? Warte mal, der kommt von hier, fährt hier rein, kommt hierher und kann hier wechseln. Okay, also die können auf die richtige Seite gehen. Okay, dann passt's. Die Zugtanke muss doch keine elektrische Strecke führen. Zumindest solange wir den Umbau haben. Danach wird diese ganze Strecke ja sowieso hinfällig. Also diese ganze Ausweichstrecke wird er ja irgendwann wieder abgerissen. Dann ist die ja eh erstmal für den Eimer. Kann ich erst Pappe kommen? wir bauen natürlich sämtliche Fahrzeuge aus absolutem aus Blei, ja, bleiverkleidete Fahrzeuge. Das liegt vielleicht daran, dass ein oder andere Reaktor ab und zu leckt, aber das würden wir so natürlich niemals zugeben. Das muss einfach reichen, dass es bleiverkleidete Fahrzeuge sind. Ja, das ist wichtig aus diversen Gründen. Wenn jemand Fragen hat, die bitte an Spelti richten, ja. Das ist sein Kraftwerk, da mischen wir uns nicht ein. Da gehen immer so Warnsirenen an und dann sagt er immer, ist alles in Ordnung. Hallo Paul, wunderschönen guten Abend, hi. Ja, Spelti sagt an den vier Brennkammern immer, ja, naja, also es hat ja mal so eine kleine Avarie gegeben, aber wir haben es dann in den Griff bekommen. Und wenn du dann fragst, was sie gemacht haben, dann sagen sie immer, das sagen wir jetzt lieber nichts, ne? Also. Glaubhaftes Dementi. Zug steht immer noch da, ja. Solange die Ausweichstrecke nicht fertig ist, bleibt er da auch. Kommt nie mehr da weg. Weil die Tanke ja noch nicht fertig ist. Und ohne die Tanke kommt der nicht und liefert da keinen Brennstoff mehr hin. Wobei unsere Brennstofflager können eine gewisse Zeit, also wir haben ja natürlich keine Zäune gebaut, um unseren Brennstoff abzusichern. Das ist in Zwergistan gar nicht notwendig. Wir haben quasi keine Kriminalität. Das liegt vielleicht unter anderem an den drakonischen Strafen. Aber im Prinzip ist es so, dass wir auch die atomaren Brennstäbe direkt vor der Haustür lagern können. Das macht gar nichts. Ansonsten die meisten von unseren Wohnhäusern haben unterirdisch nochmal ein kleines Endlager. Da muss jeder im Staat muss so seinen Teil mittragen. Oder seinen Stab in dem Fall. Seinen Brennstab. Naja, egal, ihr wisst, was ich meine.
Dark Gamer, wir bauen das gerade auf. Das wird gerade aktuell aufgebaut. Also das ganze System rund um Wasser und so weiter ist hier alles in Arbeit. Das dauert halt eine Zeit, bis unsere Infrastruktur die aufgebaut hat, aber es kommt, ja. Kann eh keiner mitnehmen, hat ja keiner ein Auto. Das ist egal. Also selbst wenn da ein Auto vorrätig wäre, das ist überhaupt kein Problem. Wir vertrauen unseren Bürgern da so weit. Die sind ja alle absolut maximal ausgespielt. Ja, ich meine natürlich vertrauenswürdig. Wie viel Kernbrennstoff? 31 Tonnen Kernbrennstoff und hier drüben liegen 35 Tonnen. Also, das ist kein Problem. Hast du Baubüros zugewiesen? Selbstverständlich. Würde ich eigentlich nie machen, aber in dem Fall tatsächlich haben wir uns überlegt, für Neubaugebiete sollte man das vielleicht mal machen. Aber es dauert trotzdem einfach. Außerdem sind die ja noch voll in Range, ne? Hier. Also voll drin. Verkaufst du viel Strom? Oh, schauen wir mal. Export. Moment. Export, Export. Mal gucken, ob mittlerweile die Leitungen auch stehen. Dieses Jahr haben wir verkauft Strom 3,5 Millionen Rubel. Sieht man auch so ein bisschen, wo das ein bisschen höher gegangen ist. Es schwankt immer mal so ein bisschen, aber ja. Stahl haben wir auch ein bisschen exportiert. 10 Millionen, Treibstoff 11 Millionen, Bitumen 13 Millionen. Nicht schlecht. Wer ist denn nochmals der Leiter des Zwergischen Sicherheitsbüros? Das kommt darauf an, welches Büro du meinst, ne? Also es kommt immer so ein bisschen auf das Büro an. Ich weiß gar nicht, haben wir hier draußen eins? Ich weiß es gar nicht. Hier ist nur Polizei, ne? Und die sind gut dabei, ne? Also die überwachen da auch wirklich in rauen Mengen. Ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall irgendwo eins, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau aus dem Kopf, wo das war. Klagonaut, Hallöchen. Und Sahnesteif, Dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen hier in Zwergistan. Hi. Herzlich willkommen in Zwergistan. Hier ist eine Wohnung. Hier ist ihr Job. Und hier, das ist ihr Atommüll. Bitte fahren Sie in dem Keller auf. Danke. Ja, das ist so ein fließender Übergang. Weißt du, du hast einfach, du hast da hier so deine Wohnung, ja, hier so zum Beispiel, du wohnst dann so hier oben links, ja, hier so, warte, hier so oben links wohnst du und hast aber unten noch einen Kellerabteil und da gehst du früh rein und denkst du so, ach ja, da tue ich nochmal, weißt du, tue ich nochmal irgendwie die defekte Lampe rein, damit ich die mal reparieren kann und am Abend gehst du wieder rein. Und dann liegt da halt einfach so ein kleiner alter Castor-Behälter rum noch. Das fällt gar nicht auf. Das merkt keiner. Das merkt doch niemand. Garys, willkommen. Hi. Moinsen Sahnesteif, grüß dich. Der Name ist auch mal nice, sagt Korn gerade. Ja, tatsächlich. Ups and the downs, my heart will never stray.